Block Nummer 165. Schlatter flitzt, Schawinski schreit. Es ist eine unendliche Geschichte mit dem Zürcher Fußballstadion. Schon in den 90er Jahren gab es Pläne für ein neues Stadion auf dem Hardturmgelände. 2003 stimmten Zürcher und Zürcherinnen erstmals darüber ab und sagten mit großer Mehrheit Ja. Gebaut wurde nicht. Es gab weitere Abstimmungen, 4 insgesamt, die letzte im Herbst 2020, und wieder war die Zustimmung groß. Gebaut werden konnte aber bis heute nicht. Die Stadt plant neu, in einem der beiden Stadiontürme auch ein Schulhaus für 6 Primar- und 12 Sekundarschulklassen. Aber auch hier gibt es Einsprachen, und auch andere Rekurse und Beschwerden müssen noch behandelt werden. Wer in der Stadt Zürich neuen Schulraum verhindern will, ist definitiv geisteskrank, sagte FCZ-Präsident Angelo Canepa kürzlich in einem Interview mit Schweiz am Wochenende. Das Stadion kommt, sagt Canepa. Die Frage ist nur, wann. 2025 ist realistisch, glaubt er, 20 Jahre später als einst geplant. Stadioneröffnung 2025, das war 2017 auch ein Thema in einer Kolumne, hier nochmals bearbeitet. Zum Fußballwiederbeginn an diesem Wochenende mit dem FCZ im Letzigrund. Die Kolumne von damals. Das Türmli bebt. Bis auf den letzten Platz ist es gefüllt. 18.000 sind gekommen an diesem heißen Sonntagnachmittag. Es ist der 10. August 2025 in einem wieder einmal endlosen Sommer. Türmli heißt das neue Zürcher Stadion, weil sich einige Höntger-Millionäre die Namensrechte gesichert haben. Es war ihre Reaktion gewesen, nachdem andere Höntger durch Einsprachen den Bau immer wieder verzögert hatten, mit dem Argument, die freie Sicht aufs Mittelmeer sei durch die beiden Hochhäuser beeinträchtigt. Roger Schawinski, 80, braun gebrannt, die Haare inzwischen weiß, er hat sein Radio 1 verkauft, ist vollamtlicher Stadionsprecher bei beiden Zürcher Clubs. Als erstes und zur Begrüßung schreit er ins Publikum: «Hallo zusammen, es ist meine Idee gsi!» Cookie, der Schäferhund des immer noch Präsidenten-Ehepaars, soll den Anstoß ausführen. Schilla, der zweite Hund, kam erst später zur Galeppa-Familie. Er bellt aber zuerst nur und erst als Chilo Canepa, 72, ganz in Blau-Weiß gekleidet, die Haare lang und wirr, heute würde man es eine Boris-Johnson-Frisur nennen, ihm ein extra großes Filet entgegenstreckt, macht Cookie seine fast zirzensische Einlage. Er jongliert den Ball mit den beiden Hinterpfoten direkt in die Füße von Roger Federer, 44, seine Frisur ist immer noch gleich, sein Gang federnd. Er hat inzwischen seinen Rücktritt vom Tennissport gegeben und Federer kickt den Ball aufs Stadiondach. Heliane Canepa, alterslos, ihre Haare nicht rot, sondern blau-weiß gefärbt, tanzt dazu, ekstatisch in der Ehrenloge, paffend, die Hände mit blau-weißen Fingernägeln in die verrauchte Luft streckend. Neben ihr sitzt Asfur, 23, arabisch für Vogel, einer von einigen Dutzend Enkeln von Scheich Hamad bin Khalifa bin Hamed bin Abdullah bin Yasmin bin Muhammad Ali Thani, des früheren Staatsoberhaupts von Katar.
Er ist der neue Besitzer der Grasshoppers. Ein anderer Vogel, Erich, 86, mit Halbglatze, hatte den Investor nach Zürich gebracht, behauptet er. Inzwischen trägt er eine Brille mit dicken Gläsern. Komiker Beat Schlatter, 64, volles Haar, wie Schawinski seinerzeit im Pro-Stadion-Komitee, steht von seinem gepolsterten Business-Seat auf. Etwas aufgeregt scheint er. Er trägt einen goldenen Pass um den Hals, der ihm im Stadion überall den Zutritt gewährt. Schlatter rennt nach unten zum Spielfeld. Plötzlich zieht er seine Designer-Jogginghose und sein FCZ-Shirt aus. Splitternackt ist er nun und so rennt er kreuz und quer über den Rasen, verfolgt von einer Kamerafrau, begeistert beklatscht von den 18.000. Schawinski schreit wieder, es war meine Idee gsi. Wie Schlatter nachher live auf dem in der Schweiz exklusiven Fußball-Paysender Aschfur Arabic TV sagt, plane er eine zweite Folge seiner Komödie Flitzer. Ganepa soll diesmal, vertraglich zugesichert, eine Hauptrolle spielen dürfen. Noch ist nicht klar, ob er darin auch flitzen muss. Er wäre bereit dazu. Seine Frau Heliane sehe es weniger gerne. Das Spiel zwischen GC und dem FCZ endet 2:2. Das war so vorgesehen, in der Hoffnung, dass die Fanlager der beiden Clubs das Stadion bei diesem ersten Spiel wieder friedlich verlassen werden. Ein altes Lied ertönt. 7-7. Kuno Launer von Zürich West singt es live im Stadion in Zürich West. Unentschieden ist nicht. Es ist 7-7 für mich. Heliane tanzt jetzt mit Chile und Asfur auf dem Rasen. Cookie wedelt. Schlatter trägt zumindest wieder eine Hose. Und Schawinski brüllt nochmals durchs Stadion. Es war alles meine Idee gewesen.